vor einem Monat oder so, als ich das letzte Mal gegen ihn gespielt habe, war ich so, er ist einfach irgend so ein Swingy Marv, so, aber jetzt erst so, aber er ist so richtig, er ist so content und denkt viel nach, weißt du, er, will, er weiß genau, in welchen Situationen er gewinnen kann und spielt genau für diese Situation. Sabaka war meine schlechteste MDM-Qualifier, da habe ich Runde 1 gegen ihn gemusst, was, als Leute noch gedacht haben, okay, der schwingt nur. Er hat auch geschwungen, aber er hat halt gut geschwungen und hat mich geballert. Gut, 3-0 hat er mir gegeben. Speaking of gut geschwungen, Asta hat direkt die Nana aus dem Spiel genommen. Und oh mein Gott, der Sopo, ich schwöre, die Sopo ist viel zu gut. Ja. Die ist illegal gut. Also es ist Sona im Skin auch. Achso, es ist Sona, glaube ich. Achso. In dem Skin. Sona, Mann. Hast du das Set gegen Basti gesehen? Basti hat ein Game, also Dreamland hat er, das Game hat er genommen, aber das Dreamland-Game. Er ist Low-Prozent-Peach, ein Stock übrig und tötet die Nana, also beziehungsweise die Popo. Und die Nana ist noch da und hat irgendwie High-Prozent. Und Digga, Niki hat es fast zurückgebracht mit der Sona gegen die Peach. Ja. Er hat ihn literally königliche Basti die Ei gemacht, um so zu überleben. Und dann zwar zwei, dreimal und dann hat er irgendwie so eine Nair getroffen. Okay. Oh! Okay. Die Dings sind auf jeden Fall an der Seite. Er war ein bisschen zu juicy unterwegs mit der Nair, weil die Nair macht nicht viel Knockback, deswegen will er sie halt benutzen, um danach weiterkommen zu können. Aber es ist schon immer ein Read, wenn du die Nair treffen willst, weil die Nair so kleine Hitbox hat, leider. Ja. Niki auf jeden Fall, ich weiß nicht, seine ICs sind einfach Omega Hype. Voll. Ich finde seine ICs Omega Hype. Aber Asta hat Prenzlboys Prozent, 104. Was ist Prenzlboys? Also die Postleitzahl von Prenzlauer Berg. Ich sehe. Deswegen hat Paul vorhin mit dem 104-Tag gespielt. Aha. Und wir sehen Paul übrigens auch noch gegen Irfan später. Ja, Mann. Das wird auch hoffentlich ein Banger-Set, Mann. Ja, ich glaube auch. Paul ist heute richtig am Eskalieren. Voll. Brutal gut. Das ist die Nana Jergen und Asta ist auch vorne. Die beiden haben sich ja vor zwei Wochen bei den MDM-Finals gedodged, weil Asta gegen Irfan zweimal verloren hat und Niki gegen Irfan dreimal gewonnen hat. Double Elimin, du gewinnst dreimal gegen denselben Typen. Strange. Das ist komisches ein bisschen Format. Hart. Ja. Aber gefällt mir auf jeden Fall, dass Asta jetzt hier aussieht, als hätte er das Matchup zumindest mal gegrindet. Wenn er sich Prison gegen Niki angeguckt hat von Valhalla, das war so ein, also es war ein bisschen too school so, weil Prison hat einfach Nana im Prinzip immer instant gekillt mit Run-Up-Shine. Ja. Er hat Run-Up-Shine gemacht, manchmal hat er Run-Up-Double-Shine gemacht, wenn er damit gerechnet hat, dass Niki probiert, was auch Shield zu machen so. Ja. Und das war im Prinzip genau wie Prison das Set gewonnen hat, weil Niki eigentlich nur den Sopo-Simulator gespielt hat. Das ist zwar immer noch eine sehr gute Sopo, aber gegen Prison vielleicht nicht ganz gut genug. True. Und vielleicht gegen Asta auch nicht vielleicht, so super gut, weil Asta, also er liegt im Moment vorne prozenttechnisch und er spielt auch gerade in Anführungszeichen leichteres Matchup. Niki könnte wahrscheinlich mit Sopo diese ganzen Turniere in Deutschland entern, nur mit Sopo, beziehungsweise, oh man, mit Sona und würde wahrscheinlich trotzdem jede Top 8 machen. Ja, ich denke schon. Easy. Und es gibt einen sehr leichten Trick, um das zu probieren. Nämlich, wenn man mit Sopo, also wenn man mit beiden Eisklammern an der Ledge steht und dann Double Jumpt und dann mit Sopo die Ledge grabt, Nana wird sterben, immer. Ja. Weil ich spiele gegen meinen Mitbewohner, der hat ein bisschen Melee angefangen und ich spiele manchmal Sopo einfach gegen ihn. Nice. Weil ich finde, das macht einfach Spaß so. Weil ich finde, das Movement von Eisklammern macht übertrieben Laune. Aber beide Climbers haben es übertrieben busted gegen jemanden, der nicht so spielt, so. Weißt du, der gerade anfängt. Und da habe ich rausgefunden, wie man am schnellsten sich Sopo machen kann. Also, okay, alles klar. Nice, das Game One. Digga, beide Semis haben wir so gedacht, könnte ein bisschen einseitig werden. Und jetzt erst ein Game 5. Aber guck's dir an, Berlin in Shambles, Digga. Sonnenallee in Shambles. Ich werde gehaust vom guten Shima in Lichtenberg. Naja. Alle meine Cousine wohnt in Gesundbrunn. Sie hatte keine Zeit. Ey, das tut mir so leid, weil wir sind auch gesund. Also wir sind Gesundbrunn auch in der Nähe. Deswegen sind über die Brücke rüber, ist, wo wir wohnen. Genau an der Grenze zwischen Wendel und Prenzlberg. Und das ist der Grab. Oh, ja. Und der wird genobbelt und gesobbelt. Oh, ja. Gesobbelt, genobbelt. Es ist krass. Es ist einfach krass. Oh, der Jab. Die Jabs, ja. Oh mein Gott! Okay, Niki ist am Gucken. Aber hat sich hier vielleicht ein bisschen in der Sauce verloren, weil den Stock hat er nicht gezogen und das könnte jetzt. Okay. Ja, jetzt hat er ihn, okay. Immer noch kein Damage auf der Nana, aber wahrscheinlich schon so 40%. Ja, aber. Oh, wow. Das war der erste Hit auf dem Sopo. Und das ist die Nana. Kein Sprung, kein Nix. Okay.
Ich glaubst du, dass wir, das Fox-Depot sehen, wenn Nicky 2-0 liegen sollte? Nie glaubst im du, Leben. Vertraut den Ice Climbers? Er vertraut hundertprozentig den Ice Climbers. Er hat halt schon diesen Heartbreaker zweimal verloren, so, weißt du? Ja, ich glaube trotzdem nicht dran. Ich glaube nicht, dass er Fox geht. Ich glaube, sein Fox ist auch ein bisschen rusty. Ey, das Ding ist, er spielt auch immer noch Fox on the side. Also der ist nicht rusty, nur weil wir ihn nicht im Turnier sehen. Der Fox ist, er ist da. Ist er wirklich da? Ja, ja. Okay. Ich vertraue dir, Ich glaube es trotzdem nicht. Ich glaube, er ist ein Believer. Ich glaube, er ist ein absoluter Believer in die ICs. Ich glaube, was das Ding ist, was Niki am meisten bei ICs hält, und danke fürs Tiramisu, wir haben gerade Tiramisu bekommen. Vielen Dank, Domme. Domme ist der beste TO, ich sag's, wie es ist. Es stimmt, es ist ein hervorragendes Turnier. Ja. Und es ist immer noch alles on time, ne? Wie spät ist es? Wir haben... Da unten rechts steht 21:19. Ja. Also in 40 Minuten soll Cruise anfangen und ich glaube, das ist nicht super... Nein, es ist krass unrealistisch. Nicht super. Ist krass unrealistisch, wenn ich drüber nachdenke. Ja, wir haben noch einen Haufen gutes Melee vor uns. True. Jedenfalls, was ich denke, was Niki bei den Ice Climbers hält, ist tatsächlich, was für ein Goblin er ist. Weil Niki liebt das auch richtig, wenn Leute so weirded out sind, bei wie krass auf einmal der Punish aussieht. Und er ist immer so, oder? Ist das lustig oder was? Und er hat auch Some Secret Tag immer noch, was er immer noch nicht revealed hat, weil er zu Collision fährt in 2 Wochen. Ja. Und er meinte, für Collision was gegrindet und er hat so Secret Tag und er meinte, ich glaube, das ist ja bis jetzt noch nicht gebannt, deswegen will ich von niemandem, das niemandem erzählen. Er hat ein Infinite gefunden. Aber ich habe was so dämlich ist, dass die das danach bannen werden. Aber die können es ja nicht mitten im Turnier an. Er gewinnt so einfach Collision mit Wobble 2.0, Mann. Das wäre so funny. So, ich probiere mal das Tiramisu. Niki hat sich ein sehr, sehr schönes FD-Game gegönnt. Ja. Ich gönne mir mal schön das Biskuit. Da schließe ich mich dir doch an. Shoutouts, by the way, nicht nur an Domme, sondern generell an alle, die hier helfen, die ganze Staff, Leute, so viele Leute, die hier unterstützen. Oh, fuck, ja. Die gute Aline, die ganze Zeit hier an der Entrance-Theke steht. Ja, am Kiosk. Ja. Und an unserem Luma Spät. Luma, der die ganze Zeit Essen austeilt. Ja, Luma und Heide haben gekocht, wie die Wahnsinnigen heute. Die haben Slux dann auch noch zu einer Küchenschicht verdonnert. Ja. Ja, Slux hat auch hinten, habe ich gesehen, auch hier am Report-Desk viel geholfen, weil er auch lange gesessen. Auf jeden Fall. Und toter Fox. Bro, es ist so bonkers manchmal. Ja. Einfach 2 Slugs in 30 Sekunden. Man kann es ja im Prinzip niemandem erklären. Das ist diese Dash-Attack-Sache. Das sieht aus wie ein Force-Dog, weißt du? Ja. Und ja, an der Stelle von der Stage ist es auch Feierabend, genau. Niki hat 18% gefressen in 50 Sekunden und Asta sitzt in seinem letzten Stock. Und das ist, was diese wir meinen. Diese Dash-Attack-Sache, okay. Die hat er... Was macht Nana jetzt? Backflip? Oh mein Gott, Nana! Das hatte Niki die Tage auf... Oh mein Gott. Bro. Liegestützen. Es ist ein fleißigen 40er. Ein würzigen 40er in Game 3, Dicker. Würzigen 40er. Unfassbar. Da hatte Niki, vielleicht war es Niki, vielleicht war es wer anders. Ich glaube, es war Niki, hatte davon auf Twitter gepostet, das habe ich gesehen, diesen Dash-Attack-Recrap. Ja. Das ist eine ziemlich coole Sache. Aber es ist eine DI-Trap, ne? Du kannst die Dash-Attack theoretisch besser DI'en. Ja. Aber er kann dann vielleicht auf die DI reagieren, Wave-Dash-In-Grab, Regrab machen, weiß ich nicht. Dann musst du den Nerd fragen. Die Lappratte, Alter. Okay, und Asta fühlt sich überhaupt nicht von diesem Force-Dog beeindruckt. Ja, geht zurück direkt auf dieselbe zurück. Stage und das könnte der Stock sein. Nein. Shoutouts an Konsti übrigens, back in Japan, der hier im Hintergrund am Schild hochgetragen wird. Tröti hat Konsti dabei. Es gibt noch eine andere Custom-ISO, die ich viel gespielt habe, nämlich die internationale Banger-Komitee-ISO. Da ist es tatsächlich Niki, der Tröti ist, der das Schild hält. Und auf dem Schild ist ein Hund, den er hochhält. Einfach ein Updog. Ein Updog. Oh, ich glaube, Asta ist ein bisschen raus gerade. Es kann sein, dass diese diese Side-B nicht ganz war, was er wollte auf der Höhe. Und dass Nana Stock nicht ganz weg, weil sie geht dann immer für die Wolke. Ja. Und das ist ein Jab Reset Regrab. Und die, oh mein Gott, die Dash-Deck. Ist das schon die Secret-Technik, von der Niki gesprochen hat? Nee. Das hat er ja schon auf Twitter gepostet. Okay. Aber das ist der Stock. Safe. Ist der Stock. Und Doppel-Vorstock? Ja, Dicker, er wird ge-80. Einen flapsigen 80er, Dicker. Einfach so. Wir haben immer einen 3-0 früher einen fleißigen 30er genannt, aber wir müssen für Niki neue Terms erfinden einfach. Weil das kann doch nicht. Und er ist genau in der Position, das Game ist vorbei. An der Position muss er seine Execution noch heavy haben, aber
Das ist es. Nana macht die Airsmash und das ist einfach. Damn. In Winner Semis sehen wir zwei Force Dogs nacheinander. Oh nein. Asta keinen Bock mehr. Niki hat wohl Commentary gehört, hat gesagt, oh, wir haben Game 1 gesehen, wir haben ein Set. Und Niki sagt, wait a second, ich zeig dir mal ein Set. Hold my fucking phone, brother. Halt meine Spezi, Mann, ich mach mal ernst. Jetzt haben wir tatsächlich Irfan gegen Paule. Irfan gegen Paule. Irfan gegen Geldmann. Und Niki, ja, relativ unbeeindruckt, verlässt er die Stage. Ja. Das war ein Set. Ich sag mal so, das war ein Set. Das war ein Set, ja. Das war ein Set. Niki läuft auch unbeeindruckt an uns vorbei. Ja. Niki ist in der Zone, Mann. Das Turnier ist noch nicht vorbei. Wir sind noch hier, wir müssen noch. Weißt du, was sie jetzt haben? Sie haben beide gewonnen. Wir haben jetzt Kinzo Niki. Es steht Kinzo fest, Niki. On yes, paper. Yes. Da sehen Kinzo, wir noch die Kinzo hat sich wirklich so brutal durchgekämpft, Alter. Und Niki, also, es sah easy aus soweit, ne? Er hat ein Game gegen Asta gedroppt. Ich glaube, da hat er auch nicht mit gerechnet, aber ja. Danach sah es wirklich aus wie easy Pickings einfach. Krass.